Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Atlas. Wir haben unsere vier Matrosen an Bord und segeln nun zurück in unser Cluster auf unsere Insel. Und dann schauen wir mal, ob wir dann das Flößchen oder Schiffchen vielleicht schon zu Wasser lassen können. Ich weiß es noch nicht, schauen wir mal. Und ich hoffe, das Wetter hält, weil irgendwie sieht das bisschen wieder stürmisch aus gerade. Ich muss eben kurz auf die Karte gucken, dass ich auch richtig segle. Ja, wir segeln perfekt so in die Richtung. Aber der Wind ist gerade ein bisschen gegen uns. Das ist natürlich scheiße. Deshalb, wie gesagt, ich hoffe, dass das Wetter hält. Hat ja eine ganz andere Insel gewählt, die ich eigentlich wählen wollte. Ja. Ja, und ich nehme wieder auf. Und wer ist wieder am Start? Der liebe Finn läuft mir gerade wieder vor meinem Bildschirm rum. Das ist super. Ich habe gerade wieder einen Schwanz im Gesicht. Ich finde das toll. Ja, Katze. Warum? Ich nehme gerade auf, Finny. Leg dich da rüber, komm. Ja, nicht vom Bildschirm rumlaufen. Wenn es gleich anfängt zu regnen oder Wirbelstürme kommen, dann muss ich schnell reagieren können. Geil, dass da hinten aussieht, wie das da leuchtet. Was ist das denn? Das ist gerade dieses... Geil, das waren gerade Sonnenstrahlen, der richtig so... Wow, geil sah das gerade aus. Richtig cool. Ja, ich habe gerade nur so den halben Bildschirm im Blick, Freunde. Ich sehe gerade fast wieder nichts, weil Fini da steht. Der halt immer am Start ist, ne? Ja... Schmusetiger. Du musst immer dann schmusen kommen, wenn ich aufnehme, ne? Hm? Er will halt einfach dabei sein. Er will mich da nicht alleine lassen. Was ich super finde, wenn er sich denn mal dann hinlegen würde und nicht immer vor einem rumlaufen. Das ist... Ich sehe noch nicht mal, wo ich die... Wo ist denn die... Taste hier? Warte. Mal schauen, ob ich auch richtig segle. So, ja, wir segeln perfekt, oder? Und. Och, Finn, geh mal bitte zur Seite jetzt. Oh, diese Katze manchmal. Ja, wir segeln gut. Wir segeln gut, auch wenn der Wind gerade nicht für uns ist. Hat meistens so viel, die braucht immer so eine Zeit lang, bis er sich da mal hingelegt hat. Und diese Zeit ist immer so anstrengend. Da wird er 30 Mal hin und her gelaufen und 30 Mal wird hier an mir rumgestupst. 30 Mal wird gegen das Mikrofon geluddelt. Jetzt lutscht er gerade wieder am Mikrofon rum. Vielleicht hört man das auch gleich in der Aufnahme. Ich werde das dann ja hören, wenn ich es schneide oder bearbeite, ne? Hochlade, dann höre ich das immer, ob man ihn gehört hat oder nicht, dann hört ihn halt auch mal. Ne? So ist halt Finn, man kennt ihn nicht anders. Ah. Mikrofone sind sein... Es ist sein bester Freund. Vor allem dann, wenn er schmusen will. Ja. So... Wie ist das Wasser gerade voll grün? Diese dunkle Wolke da oben, die gefällt mir gar nicht, Freunde. Die gefällt mir gar nicht. Die gefällt mir nicht. Und so ein paar Kisten werden auch mal wieder Kohle. Wir brauchen nämlich Kohle. Wir müssen ja unsere Crew dann auch langsam bezahlen. Ne? Noch sind sie unbezahlt, ja. Noch müssen wir die nicht bezahlen, aber irgendwann müssen wir die auch bezahlen, ne? Und von der Größe her, ganz ehrlich, passen die doch alle perfekt zu uns, oder? Sind alle klein, genauso klein wie ich auch? Ja, da passt das doch wunderbar. Da passt das doch wunderbar.
Es ist ja auch bald Ostern. Es ist ja auch bald Ostern, ja, morgen ist Karfreitag. Also die Folge hier ist die Folge am Donnerstag. Ja. Ich hoffe mal, ihr verbringt Ostern im kleinen Kreis, ja, wirklich mit den engsten Familienangehörigen. Ja, weil momentan zu dieser Corona-Zeit ist es ja ganz wichtig, dass man den Abstand einhält, dass man jetzt nicht wirklich sich in großen Menschengruppen trifft. Ganz, ganz wichtig, auch wenn es noch so schwierig ist, ja. Aber nur so können wir das Ansteckungsrisiko natürlich auch minimieren. Ja, denn das Ganze ist noch nicht vorbei und ich denke mal, das wird uns auch noch einige Zeit beschäftigen. Und selbst danach wird es uns noch einige Zeit beschäftigen. Und hoffentlich tun wir dann gewisse Dinge vielleicht ein bisschen bewusster und ein bisschen mit mehr Verstand leben und nicht mit so viel Unverstand. Ja. Weil so schnell, wie sich das Virus ausgebreitet hat, ist schon der helle Wahnsinn. Ne? Das ging so schnell, das ging so flott und es hat schon so viele Todesopfer geopfert. Ja. Also damit ist definitiv nicht zu spaßen, aber ich möchte auch gar nicht um dieses ganze Corona hier wieder reden. Man hört die ganze Zeit so viel von diesem Corona. Überall ist dieses Thema präsent und dann möchte ich das nicht jedes Mal in meinen Videos präsent haben. Ja. Die sollen ja Abwechslung bringen und nicht hier über, dass ich jetzt auch noch anfange über Corona zu sprechen. Immer wieder mal klein anschneiden, okay, ja, dran erinnern, ne? Aber jetzt hier nicht Hauptthema machen, Corona. Ne? Deshalb sind die Wellen nicht wunderschön gerade, es schaukelt auf und es schaukelt ab und so, es ist so grau heute irgendwie, die Nacht ist richtig grau. Liegt das an diesen dunklen Wolken da oben, die wahrscheinlich gleich wieder hier, die wahrscheinlich gleich wieder Regen bringen oder sowas. Müssten jetzt eigentlich gleich die Grenze sehen. Na, wollte, ja, so. Müsste jetzt eigentlich dann gleich die Grenze erreicht haben. Dann sind wir wieder auf unserem Cluster drüben. Gott sei Dank gibt es hier überall rum irgendwelche Startinseln, ne? Also diese Insel, wo man halt die Leute kaufen kann. Weil ich glaube, wenn das weiter wäre, hätte ich mich jetzt komplett verfranst hier und verfahren. Weil ihr kennt ja meine Orientierung Duftbaum. Und wenn ich da nicht 20 Mal auf die Karte gucke, ne, dann ist alles vorbei. Hoffen wir mal, wenn wir auf der anderen Seite sind, vielleicht ein bisschen besseren Wind dann auch, dass der Wind irgendwie dreht oder so. Oh, unsere Freunde Delfine sind wieder am Start. Hallo, na, ihr? Bekleidet uns wieder ein Stückchen. Ah, zwei Stück. Einer springt. Zwei, juhu. Die begleiten uns immer. Wir sind nie alleine auf hoher See. Immer sind die da. Ich würde es ja auch echt mal wirklich sehr, sehr reizen, hier wirklich mal so einen Wal zu begegnen. Natürlich im lieben Wal, also jetzt nicht irgendwie so ein Böse oder sowas, der unser Floß kaputt macht. Das ist ja schon geil. Richtig cool. Aber ich denke mal, das werden wir wahrscheinlich noch erleben. Da vorne kommt die Grenze. Sehr gut. Ich kann sie schon erkennen. Und auf der anderen Seite erwarten sie wahrscheinlich Geisterschiffe. Riesengroße Geisterschiffe. Vom Wetter her und von allem bleibt das ja so. Das war ja am Anfang damals, wo Atlas angefangen hat, war das ja nicht so. Da war ja auf jedem Kontinent, gab es da andere Wetterverhältnisse. Also wenn es hier geregnet hat, dann war es auf der anderen Seite zum Beispiel Sonnenschein. Und das ist ja jetzt nicht mehr so. Also wenn es jetzt hier bei mir regnen würde, würde es auf der anderen Seite auch regnen. Das haben sie ja angepasst. Dass das Wetter immer gleich ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in den... also wie es jetzt zum Beispiel ist. Ne, es ist jetzt hier... ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn man jetzt wirklich andere Cluster-Kontinente... betritt. Also, wisst ihr, ich meine jetzt so zum Beispiel von einer Eisregion in eine Wüstenregion oder von einer Wüstenregion in eine normale Region oder sowas. Gibt es die verschiedenen Regionen. Das weiß ich natürlich nicht, wie sie das verhält mit dem Wetter. Aber wenn die Regionen in einer Art ähnlich sind, also Wüste, Wüste so ein bisschen, dann bleibt das Wetter gleich. Das andere, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da besser Bescheid wisst.
schreibt auch immer fleißig Kommentare. Wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Da von meiner Seite auch nochmal an jeden Einzelnen von euch für die ganze Unterstützung, die ihr mir da gebt, mit den ganzen Kommentaren, mit den Hilfen. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Es macht mir so unheimlich viel Spaß, das aufzunehmen. Und wenn man dann natürlich noch Feedback zurückbekommt und sieht, seine Videos werden angeguckt, wenn es auch nicht 1000 Leute sind oder nur ein paar Leute, egal, es macht einfach Spaß zu sehen, hey, wow, es haben jetzt schon 5 Leute, 6 Leute, 10 Leute, 12 Leute, 100 Leute, ja, meine Videos gesehen, ja, und es haben auch welche Kommentare geschrieben, das ist einfach so schön, das zu sehen, und es ist einfach Support. Und dafür vielen, vielen lieben Dank. So. Mal eben mal kurz. Ja. Wir fahren genau drauf zu. Perfekt. Aber das Wetter ist, also der Wind ist immer noch nicht so schön hier auf meiner Seite. Da ist immer noch von vorne, das ist nicht so schön. Aber vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Oh, wenn die Stuckert war halt langsam. Wir kennen das ja nicht anders, ja. Wir kennen das ja nicht anders. Ist ja nicht dran. Wie schon gesagt, bald Ostern. Ja, also schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr Ostern so feiert. Oder wird bei euch Ostern gar nicht gefeiert? Gibt ja auch Religionen, die kein Ostern feiern. Ich habe Ostern frei. Ich werde die freien Tage auch genießen. Ja, einfach entspannen, ein bisschen ausschlafen, vor allem ausruhen und erstmal es einfach genießen, frei zu haben. Oh. Seid froh, dass es keine Geruchsaufnahme gibt. Ey. Mogli hat gerade hier einen pupsen lassen. Das duftet sehr fein gerade. Huiuiuiui. Hat man hier noch eine Katze neben sich liegen hat? Nee, jetzt hat man auch einen duftenden Hund hier. So, ich nehme mal hier Kiste mit. Wir brauchen ja die Goldmünzen. Und wenn die schon mal da ist und da keine Geisterschiffe zu sehen sind, dann schnappen wir uns die doch. So. 3 Goldmünzen, sehr schön. Und wir setzen wieder Segel in Richtung unserer Insel. Und vom Wetter her, Freunde, es ist ja richtig tolles, schönes Wetter draußen. Ja, es ist so mega geil. Ich muss auch unbedingt mal wieder euch mitnehmen auf eine Spaziergangrunde. Ich habe schon so lange keine Spaziergangrunde mehr gemacht mit Mogli. Vielleicht mal schauen. Vielleicht nehme ich euch die Tage sogar mit. Vielleicht nehme ich euch sogar diesen Tag mit. Also ja, an dem Donnerstag, wo jetzt diese Folge hier rauskommt. Wer weiß, vielleicht machen wir das ja mal schauen. Weiß es ja nicht. Momentan ist es ein bisschen schwierig, weil ich viel am Arbeiten bin und dann immer meistens nicht so, meistens habe ich dann mein Handy nicht genug geladen und ich nehme mal mit Handy auf und dann reicht das nicht vom Aufnehmen her und ja, ich einfach auch nicht wirklich dazu komme. So, keine Ahnung. Aber damals hatte ich ja auch gesagt, dass es nur ab und zu mal so Spaziergangrunden gibt mit Mogli. Und dann habe ich es mal öfters gemacht und so, wir nehmen noch die Kiste hier mit. Hauptsache, die Atlas-Let's Plays laufen immer und es kommt immer ein frisches Atlas-Let's Play raus. Ja, jeden Tag eines. Jeden Tag eine Folge. Damit ihr auch immer schön gespannt sein könnt und euch auf immer auf eine Folge freuen könnt. Und euch vor allem auch freuen könnt, oh scheiße, jetzt ist da wieder ganz was Spannendes passiert. Wie geht es jetzt weiter? Was erwartet uns so in der nächsten Folge? Ja. Das soll ja immer da sein. Das ist so finster heute. Ich habe irgendwie doch das Gefühl, dass hier gleich noch irgendwas passiert. Es ist einfach zu ruhig gerade. Ah, ihr Delfinchen. Da vorne ist ein Geisterschiff. Rechts von uns.
werde mal probieren, ob das, das geht oder ob das zu weit weg ist. Könnte zu weit weg sein, die Kiste. Ich wollte jetzt nicht so nah hinfahren wegen den Geisterschiffen, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass da gleich was passiert. 13 Goldmünzen, sehr geil. Ich kann die leveln, aber ich will die nicht leveln. Ich will die nicht leveln. Nee, ich will noch nicht. Jetzt. Ich will wieder die Segel setzen. Ich wollte gerade sagen, das sind die Geisterschiffe wieder verschwunden. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch ja nicht sein. Aber sie patrouillieren natürlich genau da, wo wir eigentlich hinwollen. Nämlich rechts rum auf unsere Insel. Das ist wieder typisch, ne? Das ist wieder super. Ja, dann müssen wir jetzt wieder einen Umweg fahren. Da wäre auch noch mal eine gelbe Kiste, aber die ist halt echt viel zu nah an den Geisterschiffen. Das ist zu riskant, wenn ich da jetzt hinfahre. Das Risiko möchte ich nicht eingehen, Leute. Das ist mir zu riskant. Jetzt einfach schön hier so auf Kurs bleiben. Und hoffen, dass das Geisterschiff hier jetzt gleich wieder rumdreht oder zurückfährt und nicht hier. In unsere Richtung dreht, was es gerade tut. Okay, es wendet, es dreht wieder ab, es dreht zurück. Sieht schon krass aus in dem Sonnenlicht gerade. In der aufgehenden Sonne sieht das gerade schon geil aus, das Geisterschiff. Vor allem, das sieht aus, als hätte es da oben so wie so ein Fluggerät drauf, ne? Wo es in die Lüfte fliegen kann, finde ich einfach. Finde ihr nicht, dass es so aussieht? Wie so von Star Wars, so ein Flugschreiter oder sowas, wie man das nennt. Diese, ne? Flugschiffe da. Hat schon irgendwas davon. Oh oh. Guck mal, wir sind jetzt schnell genug. Das Schiff bleibt da und fährt uns jetzt nicht hier wieder volle Kanne drauf. Das wäre nämlich übel scheiße. Ich bin gerade so schön in Fahrt auf unsere Insel. Erstmal mal eine Kiste, die wir jetzt auch gleich wieder schnabulieren werden. Vorausgesetzt, das Geisterschiff lässt uns in Ruhe und es ist sicher, ne? Ihr wisst, wenn ich was unsicher habe, wenn ich das Gefühl habe, es ist unsicher, dann hole ich mir keine Kisten. Und ob ich mir die Kiste holen kann und wie es weitergeht, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen!